Hey Leute, was geht ab? Hier ist Cynix mit einem weiteren Borderlands 2 Video. Heute das komplette Review. Ich habe die letzten anderthalb Wochen, fast zwei Wochen, nichts anderes gespielt als Borderlands 2. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt gewartet, bis ich mit der Story durch bin. Komme ich gleich nochmal zum Punkt Story. Ich habe mir sehr viele verschiedene Stichpunkte gemacht. Werde also zwischendurch kleine Cuts machen, um euch eigentlich jeden Aspekt gleich darzulegen. Ich denke mal, ich habe nichts vergessen, möchte euch das Spiel einfach komplett darlegen und euch am Ende auch sagen, ob sich das lohnt zu kaufen, wann sich das lohnt zu kaufen und alles Mögliche. Vielleicht seht ihr unten sogar noch eine Timeline, damit ihr uninteressante Sachen vorspulen könnt. Aber ich denke mal, das Ganze wird nicht nötig sein, da ich das Ganze hier relativ interessant gestalten werde. Dürfte sich auf jeden Fall lohnen, sich dieses Video anzugucken. Ich freue mich schon drauf, denn ich habe Borderlands 2 wirklich sehr lieb gewonnen. Und ich denke mal, das wird im Video jetzt auch klar. Nochmal ganz kurz hier zum Gameplay im Hintergrund. Das ist für Level 28, also schon ein bisschen weiter. Wer nicht gespoilert werden möchte, der sollte weggucken. Ich werde zwar keine Videosequenzen zeigen und auch keine Charaktere oder sowas, aber wer nicht mal das Gebiet sehen möchte, weil irgendwas gespoilert werden könnte, der sollte jetzt einfach weggucken. Für alle anderen, ja, genießt das Gameplay. Wie gesagt, Level 28, das hier ist ein Zero. Also ein bisschen auf Nahkampf ist der geskillt. Also nicht wundern, warum ich alles mit dem Nahkampf einmal weghitte. Darauf ist der wirklich geskillt und das ist auch eigentlich die einzige Klasse, die das so gut kann. Und dazu ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht ändert sich das Gameplay jetzt auch noch mal ein bisschen mehr. Aber ich hatte halt nichts, was irgendwie Level 10 war oder so, was von den meisten Let's Plays her schon bekannt war. Ich habe jetzt leider letztens erst angefangen aufzunehmen, deshalb müsst ihr leider mit diesem relativ hohen Gameplay vorlieb nehmen. Also, was ist Borderlands 2 eigentlich? Im Endeffekt, Borderlands 2 ist ein Shooter, muss man so sagen, aber mit sehr viel Rollenspielelementen. Und ich würde sogar sagen, dass das Rollenspiel in diesem Spiel hier dominiert. Also man sieht ja allein schon, wenn man drauf schießt, die Schadenswerte, so wie in Diablo oder wie in WoW. Man hat auf jede einzelne Waffe fünf verschiedene Werte, die angeben, wie gut diese Waffe ist, die angeben, was die Waffe gut kann und was sie nicht gut kann. Man hat Talente, man hat verschiedene, Schwerpunkte kann man setzen, das sind diese Badass-Ranks. Man hat, man hat so viele Sachen. Man hat natürlich ein offenes Questgebiet, man hat die Hauptquest, man hat Nebenmissionen, okay, das hat man jetzt in anderen Sachen auch, aber man hat ein Open-World-System, also wie eigentlich in WoW auch. Man kann Leute zu seiner Gruppe einladen, die im gleichen Level sind, mit ihnen zusammenspielen. Man kann auch ohne die spielen, wobei ich wirklich empfehlen würde, spielt mit anderen Leuten. Das Spiel ist dafür designt, dass man mit anderen Leuten zusammenspielt und Koop macht es einfach so viel mehr Spaß. Und aber man merkt auch, dass man, dass die Entwickler sich wirklich Gedanken gemacht haben, denn man kann im Endeffekt Solo zocken. Ich könnte mir jetzt mit Level 28 genau den gleichen Typen einladen, den mitnehmen. Das eigentlich genau das gleiche spielen, die Gegner werden dann stärker, aber ich habe meinen Kollegen dabei, also im Endeffekt bleibt es gleich. Aber trotzdem genauso gut die Story mitbekommen, genauso gut alles gleich verstehen. Es ist dann die gleiche Story. Wir sehen dann gleichzeitig verschiedene Videosequenzen, können uns darüber unterhalten. Es ist einfach perfekt und ich würde sagen, mit einem guten Freund macht es sehr viel mehr Spaß. Und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zum nächsten Thema und zwar die Spielzeit. Denn ich würde mal sagen, wenn man einmal auf Level 15, Level 20 ist, packt einen die Story richtig. Also ich konnte irgendwann nicht mehr irgendwas anderes, ich konnte einfach nichts anderes mehr spielen, weil die Story so gut war und weil es mich so gefesselt hat. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, am Anfang war es ein bisschen, also da gab es auch mal so Downphasen, da ist nicht so viel passiert, aber so ab Level 15, Level 20, da wurde dein Charakter besser, da hast du gemerkt, dass sich deine Skillung wirklich auf den Charakter auswirkt und alles Mögliche hatte im Endeffekt einen Sinn, die Story ging dann richtig los, komme ich aber gleich auch nochmal zu. Und ab da hat es dann wirklich Spaß gemacht. Und wenn ihr zu dem Punkt gekommen seid, ihr spielt auf jeden Fall die Story einmal durch, dann habt ihr schon mal 40 Stunden Spielzeit. Für ein Spiel, das 50 Euro kostet, ist das ja schon mal nicht schlecht. Wenn ihr Freunde habt, die auf der gleichen Konsole spielen, spielt ihr das Ganze bestimmt auch nochmal im Koop oder generell schon im Koop. Und was ihr dann noch machen könnt, ist, wenn ihr Level, ich sag mal, wenn ihr mit der Story einmal durch seid, seid ihr Level 35, dann könnt ihr das Ganze nochmal starten mit demselben Charakter, den ihr schon die ganze Zeit spielt und lieb gewonnen habt und könnt das Ganze, die Story also quasi nochmal von vorne anfangen, aber mit den Waffen und eurem Level und euren Talenten, also ihr seid dann schon richtig gut quasi, ihr habt euch mit eurer Skillung eingespielt und spielt dann direkt die Gegner, die ihr schon mal vor 40 Stunden besiegt habt, aber in sehr viel stärker. Und ich habe mir sagen lassen, dass das noch sehr viel mehr Spaß macht. Ich habe damit jetzt noch nicht angefangen, aber ich denke mal, das werde ich auch auf jeden Fall tun. Und wenn man das dann nochmal macht, hat man ja schon mal allein solo 80 Stunden Spielzeit. Und dann hat man ja nur einen einzigen Charakter gespielt. Es gibt ja vier Klassen. Ich spiele hier gerade Zio, dann gibt es noch den Ganserker, dann gibt es die Maya und es gibt noch den Äxten. Und in für euch ungefähr 9 Tagen kommt auch noch das nächste DLC.
DLC mit einer neuen Klasse raus. Die hört sich ziemlich gut an. Für alle Vorbesteller ist das kostenlos und im PSN-Store kostet es auch nur 10 Euro. Also man kann auf jeden Fall sehr viel spielen. Ich denke mal, die Spielzeit dürfte man noch relativ gut einschätzen. Im Vergleich zu so einem Bioshock, was man in 6 bis 8 Stunden eigentlich durchgespielt hat und danach nie wieder spielt, ist das doch schon sehr gut und man kann damit sehr viel Zeit verbringen. Aber im Vergleich zu so einem Call of Duty, was man ja wirklich jeden Abend fast ein ganzes Jahr lang 2 Stunden spielt, je nachdem, kommt das vielleicht noch nicht ganz ran. Also ich würde das so im oberen Mittelfeld einsortieren, je nachdem, wie viel Spaß euch das Spiel macht. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall sein Geld wert, wenn man schon 40, 60 Stunden spielt. Und ich denke mal, das wird der Durchschnittsmensch ungefähr tun. Der Durchschnittsgamer wird ungefähr damit 40 bis 60 Stunden sich befassen. Dann denke ich mal, lohnen sich die 40, 50 Euro. Denke ich schon, würde ich schon sagen. Wer den Trailer zu Borderlands 2 gesehen hat, der hat wahrscheinlich auch bemerkt, dass die Entwickler damit werben, dass es 87 Bazilliarden verschiedene Waffen gibt. Und ich wurde gefragt, ob das denn wirklich stimmt. In einer gewissen Art und Weise stimmt das schon, aber wenn man mal die ganze Magie und alles Mögliche wegnimmt, dann gibt's vielleicht allein von der Grafik her, von dem Modell her, vielleicht 100, 150 verschiedene Waffen, was ja auch schon mal nicht wenig ist. Was dann aber passiert, wenn ihr zum Beispiel bei einer Quest eine Waffe bekommt oder wenn ihr jetzt vom Gegner fallen gelassen wird, dann werden alle 5 verschiedene Grundarten, also Grundstatistiken davon zufällig berechnet. Also das ist Schaden, Magazingröße, Genauigkeit, Schussgeschwindigkeit und noch irgendwas. Und das wird halt einfach zufällig berechnet. Allein dadurch hat man natürlich schon mal eine sehr große Reichweite an Waffen. Dann ist es so, dass die meisten Waffen nicht nur normale Schüsse schießen, also normale Patronen, sondern da gibt es auch noch Schockmunition, das ist besonders gut gegen Schilde, das sind diese Stromsachen. Dann gibt es, was wir hier gerade in der Sekunde haben, so Säurewaffen, die sind natürlich besonders gut gegen Roboter. Dann haben wir Feuerwaffen, wenn die Gegner in Brand gesetzt werden, ist das besonders gut gegen Fleisch, also gegen normale humanoide Gegner. Es gibt so viele verschiedene Sachen, dann gibt es noch Explosionssachen und dann gibt es noch, es gibt so viele verschiedene Waffenarten. Dann gibt es noch verschiedene Nachladeanimationen, verschiedene Farben. Und wenn man das alles hochrechnet, dann kommt man vielleicht auf 87 Milliarden oder so. Die Zahl Bazilliarden gibt es ja nicht. Aber dann kommt man vielleicht auf 87 Bazilliarden Waffen. Und ich denke mal, so kann man darauf das erklären. Wenn man jetzt mit Call of Duty rechnet, mit Call of Duty Art und Weise, dann würde man wahrscheinlich nur auf 100, 150 verschiedene Waffen kommen. Was jetzt aber auch nicht gerade wenig ist, um das mal so zu sagen. Ja, zur Story kann ich euch leider nicht so viel erzählen. Ich habe euch ja versprochen, nicht zu spoilern und das werde ich auch nicht tun. Aber ich kann euch nur sagen, die Story wird später richtig, richtig, richtig geil. Ich habe schon mal gesagt, also ab Level 15, 20 geht's richtig ab. Das gilt nicht nur für den Charakter, sondern auch für die Story. Es macht einfach sehr viel Spaß. Ich konnte irgendwann nicht mehr aufhören, weil ich einfach wissen musste, wie es weitergeht. Und mir wurde gesagt, in Borderlands 1 war die Story relativ schlecht. Also die Entwickler haben auf jeden Fall ihre Hausaufgaben gemacht, denn diesmal ist die Story auf jeden Fall... Ja, doch gut. Am Anfang hatten wir ja, wir haben einen Bösewicht und wir sind die Rebellion, wir müssen ihn töten. Immer wieder das Gleiche, aber die Story wird später richtig geil. Hat viel von guten Spielen und ich würde sagen, großes Lob da an die Entwickler. Aber es geht ja nicht nur um die Hauptstory, es gibt ja auch sehr viele Nebenmissionen und da möchte ich auch nochmal ein Lob aussprechen. Denn was ich vorher noch nicht ganz so mitbekommen hatte nach den ersten 15 Spielstunden, ist, dass man durch die Nebenmission quasi steuern kann, wie schwierig das Game ist. Denn klar, die Nebenmissionen sind natürlich auch alle mit Liebe designt, da komme ich auch gleich nochmal zu, aber die Nebenmissionen machen sehr viel Spaß, man hat immer was zu schmunzeln, weil die einfach nur super lustig gestaltet sind und man erfährt auch viel über den Planeten Pandora, man erfährt viel über die Vorgeschichte und es lohnt sich einfach auf jeden Fall Nebenmissionen zu spielen, aber auch durch diese Nebenmissionen kann man den Schwierigkeitsgrad des gesamten Spiels ungefähr steuern, denn die Hauptmissionen sind immer auf dem gleichen Niveau, das heißt, wir haben Hauptmissionen Nummer 17 oder so, die ist immer für Level 10 Charaktere gemacht, beziehungsweise die Gegner sind da Level 10. Wenn man alle Nebenquests macht, mein Gott, dann ist man Level 14, wenn man die anfängt. Wenn man nur die Hälfte macht, ist man ungefähr Level 10 und wenn man nichts macht, ist man Level 8. Das heißt, für Leute, die es wirklich Hardcore mögen, die können dann richtig durchgehen, einfach nur auf die Hauptquests gehen, die Nebenquests komplett ignorieren und dann wird das Spiel schon angenehm fordernd, würde ich mal sagen. Für alle anderen, so wie mich, die vielleicht nicht so gut sind, die machen vielleicht mal lieber ein paar mehr Nebenquests
wissen dann vielleicht auch ein bisschen mehr über den Planeten, können einfach auch, denke ich mal, ziemlich gute Quests genießen. Also da waren schon richtig gute Nebenquests dabei. Und im Endeffekt haben sie relativ einfache Hauptmissionen ohne Probleme. Und ja, das habe ich vorher gar nicht so gemerkt, finde ich wirklich gut. Und das ist mir dann irgendwann mal so aufgefallen. Also auch da ans Questdesign kann ich auch nur ein großes Lob aussprechen zur Story. Generell habe ich ja schon gesagt, finde ich wirklich alles sehr genial, macht sehr viel Spaß, sollte man mal gespielt haben. Der letzte Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen möchte, den ich aber nicht so richtig definieren kann, wäre der Spielhumor. Einfach, dass das Spiel mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht ist, dass man merkt einfach, dass die Entwickler sich sehr viel Mühe gegeben haben, dass sie wirklich alles durchdacht haben, dass sie sich wirklich mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, was natürlich eigentlich selbstverständlich ist. Was ich aber bis jetzt bei keinem Spiel hatte, ist, dass jeder Dialog, wirklich jeder und jede einzelne Questaufgabe irgendwas hatte, wo man schmunzeln musste, wo man sich einfach mit einem Lächeln vielleicht an eine vorherige Situation dran zurückerinnert. Erinnern musste, wo einfach irgendein Witz gemacht wurde, der jetzt vielleicht mit anderen Games zu tun hat. Wahrscheinlich die Hälfte verstehe ich gar nicht, weil ich nicht seit Ewigkeiten Spiele zocke und kein Spieleentwickler bin. Aber allein so muss ich eigentlich schon die ganze Zeit lächeln und ich muss einfach die ganze Zeit grinsen, weil es gibt so viele lustige Sachen und es gibt so viele versteckte Hinweise wieder auf andere Missionen und auf andere Teile des Spiels. Man merkt halt einfach, dass sich die Entwickler sehr viel Mühe gegeben haben und dass sie wirklich sehr viel mit eingebaut haben. Eine wirklich sehr geile Szene, die jetzt einfach nur den geilen Humor und den wirklich, wirklich witzigen Humor der Entwickler beschreibt, wäre die hier. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Ja, das war Claptrap, unser Begleiter in den ungefähr ersten 10 Levels. Leider kriegt man später nicht mehr ganz so viele Quests von ihm, aber allein die Szene zeigt ja schon mal, wie geil der drauf ist. Und was es dann auch noch gibt, sind sprechende Waffen. Wenn du besser schießen würdest, müsstest du nicht nachladen. Schalt sie aus! Fadenkreuz, Baby! Ja, kommen wir mal zum Fazit. Ich bin jetzt natürlich kein riesiger Spieletester, deshalb habe ich auch kein Bewertungssystem. Aber ich bemühe mich da einfach mal an Woody's Gamertag-System. Der hat das relativ sinnvoll gemacht und ich würde einfach mal behaupten, dass das besonders bei Borderlands 2 sehr viel Sinn ergibt. Denn ich würde mal behaupten, dass Borderlands 2 ein Spiel ist, was wirklich auch in die Geschichte eingeht, was man wirklich einfach mal gespielt haben muss. Und es gibt natürlich viele Spiele, da wird immer mal behauptet, das muss man mal gespielt haben. Das reiht sich auf jeden Fall da ein, wie gut das wirklich ist. Muss man dann vielleicht in 5 Jahren nochmal betrachten, aber bis jetzt ist es wirklich auf jeden Fall sehr genial und ich würde jedem von euch empfehlen, das zu spielen. Ich habe jetzt aber insofern mal das Bewertungssystem von Moody's Gamertag genommen und meine eigene Meinung mit eingebaut. Und im Endeffekt basiert es darauf, wie viele Spiele kauft ihr euch im Jahr? Und ich würde mal sagen, wenn ihr euch wirklich nur ein einziges Spiel im Jahr 2012 kauft und ihr seid Shooter-Fan, dann werdet ihr mit Call of Duty Black Ops 2 wahrscheinlich besser fahren. Höchstwahrscheinlich. Einfach weil ihr könnt es online spielen mit euren Freunden, jeder wird es kaufen und ihr würdet, es gibt eine noch größere Langzeitmotivation, ihr werdet sehr und sehr lange und sehr oft spielen. Jeden Abend ein paar Stunden am Anfang sehr oft. Deshalb, es geht ja gar nicht um Call of Duty, aber denke ich mal, wenn ihr euch nur ein einziges Spiel kauft, was eigentlich kaum einer machen sollte, dann ist vielleicht Call of Duty besser. Aber wenn ihr euch auch nur 2 Spiele kauft, dann sollte Borderlands 2 eins davon sein. Wenn ihr euch nur 2 Spiele holt dieses Jahr, dann sollte Borderlands 2 eins davon sein, einfach weil ihr dieses Spiel schon mal gespielt haben solltet, müsst eigentlich meiner Meinung nach. Und bei mir wäre es auf jeden Fall dabei, ich würde es mir auf jeden Fall nochmal kaufen, ich würde es mir auch noch 2-mal kaufen. Ich hab's aber schon, ich bin auch mega froh drüber. Ich hoffe, ihr kommt so mit dem Bewertungssystem klar. Ich kann euch sehr viel zu diesem Spiel erzählen, musste hier gerade noch viele Sachen wegcutten. Weiß gar nicht, bei welcher Minute wir jetzt sind, waren ja zwischendurch auch noch verschiedene Cuts. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt's in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar, der in die Kommentare geschrieben wird. Ihr könnt mir persönliche Nachrichten auf YouTube schreiben, wenn ihr eine Frage zu Borderlands 2 habt. Ich habe das Spiel jetzt, wie gesagt, durch. Ich kann euch eigentlich fast alles beantworten, würde ich mal sagen. Und helfe euch da gerne weiter. Wenn ihr jetzt noch
noch da seid, könnt ihr auch mal eine Videofrage beantworten. Und zwar wäre das, würdet ihr gerne mehrere Borderlands 2 Videos von mir sehen? Sowas in die Richtung, das wäre eine Art Commentary. Vielleicht Cynics Technikwelt einfach mit dem, mit so einem Gameplay im Hintergrund, im Endeffekt so ein Bossfight oder sowas. Oder wenn ich mal über die Klasse Zero erzähle oder wenn jetzt das neue DLC rauskommt, kann ich ja über die neue Klasse quasi einen Guide machen, wie sich die neue Klasse spielt und Tipps und Tricks dazu geben. Sowas alles wäre möglich. Vor allem jetzt, da Black Ops 2 noch ein bisschen weiter weg ist und noch nicht released ist, wäre das auf jeden Fall möglich. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und ansonsten habe ich jetzt ein sehr geiles Outro. Schaut's euch an und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cynex. Hey, willst du meinen neuesten Dubstep-Song hören? Stop!